Liebe Peter von Österreich betet, am Mittwoch, den 8. Februar, treffen wir uns wieder zum Gebet, zum gemeinsamen Gebet an vielen Orten Österreichs. Der 8. Februar ist der Todestag des heiligen Hieronymus Aemilianus. Er ist an diesem Tag im Jahre 1537 verstorben. Hieronymus Aemilianus war Sohn einer Patrizierfamilie in Venedig. Und er hat zunächst eine militärische Laufbahn eingeschlagen und es sogar bis zum General gebracht. Im Jahre 1511 geriet er in französische Gefangenschaft und im Gefängnis hatte er eine Erscheinung der Jungfrau Maria und diese hat ihm einen Schlüssel gereicht zur Öffnung der Fessel. In der Folge gelang ihm die Flucht und er hat einen geistlichen Weg eingeschlagen durch eine Bekehrung. Er ist schließlich dann Priester geworden, Ordensgründer und eben, was ganz entscheidend ist, ein Heiliger. Dieser Schlüssel, den er von der Jungfrau Maria bekommen hat zur Öffnung der Fessel, könnten wir auch einmal umdeuten oder betrachten, auch als Bild für die Freiheit. Als Bild für die Freiheit Österreichs und für die Freiheit von uns Einzelnen. Österreich ist 1955 frei geworden und diese Freiheit ist sicher in hohem Maße erbetet worden. Hunderttausende Menschen haben darum gebetet und viele haben noch das Bild vor Augen, wie der Außenminister Figl in Wien auf dem Balkon trat und rief: Österreich ist frei. Die wichtigste Voraussetzung für die Freiheit war damals die Erklärung der immerwährenden Neutralität. Man könnte das jetzt so deuten und sagen, Maria hat uns den Rosenkranz gegeben als Schlüssel für die Freiheit, eben für die Freiheit Österreichs, aber auch für die persönliche Freiheit. Denn die größte Fessel, die uns sozusagen uns Menschen gefangen hält, ist das Ich, das Ego. Wenn der Mensch dem Ich verhaftet ist, wird die Macht zum Götzen oder das Machtstreben. Der Mensch sucht dann die Ehre beim Menschen und strebt unkontrolliert danach oder er sucht das Glück in der Vermehrung des Geldes oder auch in der Sinnlichkeit. Und der Rosenkranz kann uns helfen, frei zu werden vom Ich, weil wir Rosenkranz beten, sozusagen mit den Augen Marias auf Christus, auf Gott blicken, auf den menschgewordenen Gott, auf den Gekreuzigten oder auf den Auferstandenen. Und dieser Blick kann uns eben frei machen vom Ich. Wir wissen, dass die Freiheit immer gefährdet war, und auch heute besonders gefährdet ist die persönliche Freiheit, aber auch zum Beispiel die Freiheit Österreichs. Denken wir daran, dass jüngst der Oberbefehlshaber des Bundesheeres von Österreich, dem neutralen Land, in ein Land gereist ist, das sich mit Russland im Krieg befindet und dort Aussagen gemacht hat, wie zum Beispiel, dass Österreich militärisch neutral sei, politisch aber nicht. Viele Menschen befürchten, und ich glaube auch zu Recht, dass so eine Aussage in besonderer Weise aufgefasst werden könnte, sozusagen wie eine Einladung an die ehemaligen Besatzer wiederzukehren. Es wäre dramatisch, wenn sich diese Aussage als törichte Aussage oder törichste politische Handlung der Nachkriegszeit erweisen würde. Es gibt jedenfalls viel Stoff zu beten, vor allem auch um die Bewahrung der Freiheit Österreichs. So möchte ich euch alle weiter ermutigen, betet ohne Unterlass, betet besonders für unser Land, für die innere Freiheit, für die äußere Freiheit, betet besonders für Politiker, dass sie die innere Freiheit haben, in Weisheit das Land zu regieren und auch zu schützen. So möchte ich schließen mit den Worten: Seid frei, werdet durch das Gebet noch freier und erbetet für viele die innere Freiheit.
Ich danke für die Aufmerksamkeit.